Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim bei den Eulenrollen Nummer 5. Es ist der nächste Morgen. Wir haben wohlgeruht und wir sind fit genug, um aufzubrechen nach Todmannsruh. Miko ist auch noch dabei. Ach ja. Ich hoffe, Miko passiert nichts. Kann ich mir aber nicht vorstellen. So, hier oben hat Meister Petz genächtigt. Das war ich nicht. Aber wenn ich es nicht war, wer war es denn dann? Oh, ich bin schon... Okay, gut. Warte kurz. Moment. Guter Auftakt zur heutigen Folge. Wir haben vielleicht ein bisschen viele Hawker gesammelt in der Zwischenzeit. Was ist das für... Was waren das für Geräusche? Das klang wie Kanonenschüsse. Wir werden es herausfinden, aber erstmal in der nächsten Folge. Warte. So. So richtig Todmannsruhe wird das aber nicht sein. So. Lass Miko in Ruhe. Okay, Miko geht's gut. Dem Kuga nicht mehr so sehr. So, Pferd ist ein bisschen abgehauen. Pferd hat immer Angst vor Kämpfen. Verstehe ich gut. So, darf ich mal kurz an deiner prächtigen Taschen? So. Dann wollen wir mal. Da haben wir hier Nordic Mace, kommt da rein. Sonst haben wir noch nicht so viel. Das Ding, die Fragmente können wir leider nicht. Ich hoffe, da geht's auch bald weiter. Aber eins nach dem anderen. Okay, 395. Es sind bestimmt die Hawker-Sachen, ne? Hawker-Zahn 19. Das wiegt auch schon 19. 4 Leder. Gewöhnlicher Seelenstein, schwache... Oh, die Hawker-Seelen sind schwache Seelen? Oder sind das gefüllt mit gewöhnlicher Seele? Oder sind das die gewöhnlichen Seelen hier? Schwache Seelen will ich nicht. Damit kann ich nichts anfangen. Schwache Seelen sind was für Schwache. Ich weiß nicht genau, wo man sich schlau machen kann. Was ist? Okay, hier nochmal. Schlammkrabben, irgendwas. Nürnwurz, Pieperbo, lalala. Kommt alles natürlich auch weg. Und Hawkerfleisch haben wir ja, glaube ich, auch noch ein bisschen, ne? So. 35 Hawkerfleisch. Wiegt aber... Ah doch, wiegt 35. Alles klar. So. So, 290. Irgendwas wiegt hier noch schwer. Dieses Geräusch hört sich ein bisschen an wie Drachenflügel gerade, ne? Dieses wuff, wuff. Habe ich noch irgendwas, was hier was wiegt? Wir wiegen 287. Da ist irgendwas, was noch was... Was bei uns noch was auf die Waage bringt. Ob das die Bücher sind alle? Schrims Herz, auch schon von Erstbogen, der Bettler, die Flüchtlinge, die Nachtigallen, die Wolfskönigin, Tanz und Feuer, die Tagebücher, das kann ich nicht mitnehmen. Kontrakt, wer auch immer, von wem auch immer das ist, Notiz der Wache, die ganzen Zauberbücher, Weißlauf für den Ehrenmann, Versiegelungsformel, können wir auch reinschmeißen. Ich guck mal kurz wegen den Zauberbüchern. Haben wir denn irgendwas Neues bei den Zauberbüchern? Heilung. Du kennst bereits Heilung. Hellsehen, hier. Das kenne ich noch nicht. Rassenskelett. Die anderen kenne ich alle. So. Prima. Was ist in der Satteltasche? Achso, nee, andersrum. Noch ein paar Zauberbücher. So, Mischtaktiken brauchen wir auch nicht wirklich. Auftrag im Sinne haben wir auch schon durch eigentlich. Prima. Das war aber 269, das ist gut. Ist ein guter Wert. Schlüssel wiegen zum Glück nichts. Ich weiß nicht mehr, welche ich noch brauche und welche nicht. Ist wahrscheinlich am besten, einfach alle zu behalten. Okay.
Miko ist Level 25. Der wird nicht so viel durchhalten, glaube ich. Ich hoffe, der stirbt aber nicht. Wir können ihn nur mitnehmen. Können wir ihn auch zu Hause... Wow. Okay. War das Bum 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 vielleicht das Mammut? Bum Bum Bum. Lalalalalala. Oh. Entschuldigung, die Mammutstoßzähne wiegen allein schon 10. Deswegen gehe ich nochmal ganz kurz in die Satteltasche. Fängt ja gut an heute. Ich weiß doch nicht, dass da ein Mammut liegt. Da muss man doch mal, ne? Das kann man ja nicht wissen. So, Mammutstoßzahn. 1, 2. Und haben wir vom Mammut noch irgendwas? Hier, Roll of Paper. Pack ich auch mal drauf. Hat man, war das Mammutfleisch? Roher Mammut. Roher Mammutrüssel. Mhm. Den meine ich. So, jetzt aber. Inzwischen hat es angefangen zu regnen. Heute ist wirklich... Heute ist kein Glückstag. Warum mache ich das jetzt? Ich wollte eigentlich das hier machen. Da ist noch ein Häusli irgendwo in der Ferne. Wir müssen aber erstmal darüber. Wir müssen unseren Auftrag heute erfüllen. Und mal gucken, wer uns davon abhalten will. Denn wir wissen alle, dieses Land ist zerrüttet. Oh, okay. Mal gucken, wie die anderen da hinkommen. Ich glaube, wir müssen außen rum, ne? Das wird wohl das hier sein. Komm, Mikro, wir gehen andersrum. Ilona ist eh noch nicht da, die brauchen wir ein bisschen länger. Wir gehen außen rum. Da ist irgendwas. Oder irgendwer. Freund oder Feind? Ich speichere mal. Sieht so... Kann ich nicht einschätzen. Freund? Hey, da oh. Seid ihr ja, alter Schluckspecht. Hä? Ich habe es getan, also her mit dem Geld. Zu tief ins La... Wer seid ihr? Wir haben zusammen mit Samgur Wen gezecht, wisst ihr noch? Wir sind in den Tempel von Dibella eingebrochen. Um Gottes Willen. Wie viel habt ihr am Ende noch getrunken? Oh, es war wegen zu... euch und Sam bin ich in dieses Banditenlager gegangen. Ich bringe euch wie vereinbart diesen dummen Hut. Also gebt mir die versprochenen 10.000 Goldstücke. Was? Ich... Das tut mir echt leid. Ich habe gar keine 10.000 Goldstücke aus dem... Ich erinnere mich gar nicht daran. Seid doch bitte vernünftig. Also... In Ordnung, aber nur weil wir Freunde sind. Oh, gib Gott. Mir, sagen wir, 750 Gold und wir sind quitt. Ja, hier ist euer Gold. Komm, ich mach das einfach mal, weil offenbar haben wir ihm das gesagt. Wir haben zusammen gesoffen, wir sind Kumpel. Der Rabatt ist gut. Hier. Danke. Ihr und Sam trinkt zu heftig für mich. Ich werde mir von meinem Gold wohl etwas gegen diese Kopfschmerzen kaufen. Ihr habt es euch verdient. Common Hood. Wir sehen uns. Und übertreibt es nicht mit dem Wein. Okay. Großartig. Ich danke euch für diesen Hut. Ich habe einfach 750 verloren. Für nichts. Scheiß Mütze. Was soll ich denn damit? Huch, ist mir aus der Tasche gefallen. Danke, dass ihr euch die Mühe gemacht habt. Also ich glaube, beschissen hat er uns nicht. Wir haben ihm wirklich einen Auftrag gegeben. Ich glaube, wir wollten ihn bescheißen wahrscheinlich. Und jetzt ist er wahrscheinlich einfach zurückgekommen. Da ist halt Karma. Was willst du machen? Wow, du bist auch schön. Wow, bist du schön. Ich will dich nicht angreifen, ich will nur vorbeigehen. Du bist wirklich schön. Was für ein majestätisches Tier. Ich gehe nur vorbei, keine Sorge, keine Sorge. Nein, 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 greif bitte nicht an. Ich will dich nicht töten. Bist ja kein Horker. Feindselige Horker. Oh, da hinten ist das Haus. Ich gehe mal ganz kurz vorher zum Haus, bevor wir da reingehen. Wir gehen aber noch rein. Einfach nur, weil es gerade da ist und wir was wirklich mal schnell machen können. Und Miko haben wir ja auch in so einem Häuschen gefunden. Den armen, armen Miko. Wer hätte sich sonst um ihn gekümmert? Der wäre gestorben. Ich sag es euch, der wäre gestorben. Armer, armer, treuer Miko. Oh, wer wohnt denn da?
Hallo? Hallo, Fischer. Des Krabbenfischers. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Ja, Glückwunsch. Das ist ja cool. Ich stehle hier gar nichts. Ich werde hier nichts mitnehmen. Wir können natürlich alles durchsuchen. Ich nehme hier nichts mit. Der arme Mann. Der wohnt hier seit Jahren. Seit wie vielen wissen wir nicht genau. Scheint eine gute Gegend für seinen Job zu sein. Ist das da? Ah, Stachelglas. Da drüben sind auch Krabben. Viel Glück, mein Freund. Viel Glück. So. Ich mag diese kleinen Orte. Und wenn es ein Fischer ist, der uns nicht viel erzählt, sondern nur, dass er seit Jahren hier ist, ich mag das gerne. Das macht dem Ganzen so viel mehr Charakter, als wenn alles so leer wäre. Und hier gibt es ja wirklich überall was zu entdecken. Überall. Überall. So, jetzt aber erstmal dort entlang. So. Was für eine Reise. Was für ein Wetterchen. Todmannsruhe. Oh, ho, 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 ho. Das sieht schon jetzt sehr verwegen aus. Oh, da sieht man eine an. Linenwrap. Nice. So. Sind alle da? Alle sind da. Wir betreten Todmann. Ich speichere vorher nochmal. Und jetzt betreten wir Todmannsruhe. Ich speichere vorher immer, weil er manchmal ganz, ganz selten lädt er sich tot im Ladebildschirm. Dann muss ich nochmal abbrechen und den letzten Spielstand laden. Also, abbrechen heißt... Moment, abbrechen heißt... Ist ja nett. Habe er gespeichert. Ich komme in Frieden, mein Freund. Ich wurde geschickt, hier mal ordentlich aufzuräumen. Ah, okay, er zeigt mir den Weg, glaube ich. Die Drachenklaue nehme ich mit, muss ich offenbar auch. Ich habe immer Angst, dass ich Migo treffe, wenn ich bin. Ich habe Angst, dass ich Migo treffe. Die machen das schon. So, ich mache mal das Laternchen wieder an. Der Migo ist super, aber ich habe das Gefühl, der wird vielleicht ein bisschen im Weg stehen. Wenn ich ihn kaputt schlage, das wird sein wie bei Lydia, ich werde laden. Ich werde einfach laden. Ganz unbarmherzig. Ich komme, was wolle, sobald ich ihn aus Versehen kaputt haue. Kann ich nicht anders machen. Geht nicht anders. So. Ich würde ihn gern zu uns nach Hause schicken, nach Weißlauf. Das wäre irgendwie cool, wenn das ginge. Ob das geht? Was macht ihr denn da hinten? Oder war ich es selber? Autsch. Vielleicht war ich selbst. So, Witz gesehen. Wow, was ist das denn hier? Voll die Tiefgarage. Hier kommen wir nachher später wieder raus, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Oder? Mal so erschreckend laut. Hallo Spinni. Kommst du mal? Oh, ihr habt da auch gerade Besuch.
Lauf mir doch, bitte nicht ins Schwert. Was ist denn hier los? Okay. Das ist ja spannend. Ich weiß nicht, ob ich meine Gefährten... Ah. Hä? Ist noch... Ach, hier ist noch einer. Gut, geh mal weg. Erst das Köpfchen. Erst die Beine, dann das Köpfchen. Hab ich vergessen. So ging's ja. So, drei Septimchen. Was hat denn der schwere Drauge? Nicht so viel, wenn wir ehrlich sind. Hat der hier vielleicht was dabei? Der Hul. Ja. So ein Tease das. Aber nichts Spannendes. Ein Draugenwicht. Amulett von Kynaret. Steigert die Ausdauer um 10 Punkte. Schön. Kann man immer brauchen. Okay. Das nehme ich mit. Winziger Seelenstein und das Spiel des Pfeilschnitts. Oh! Redekunst verbessert. Vielen Dank, vielen Dank. So, okay. Es ist also ein Labyrinth und wir müssen irgendwie auf den Geist achten, der uns hier durchführt. Ich bin nicht ganz sicher, wie uns das gelingen wird. Irgendwie schaffen wir das schon. Irgendwie. Wahrscheinlich hier runter. Natürlich. Danke. So, winziger Seelenstein. Zaubertrank. Das ist nur... Geflimmer. Ich wollte nicht unbedingt da drauf gehen. Okay, geht nicht tief rein. Ich dachte, die Dinger öffnen sich wieder und dann fallen wir sonst wohin. So, mal gucken, was hier passiert. Ja, das, was ich befürchtet hatte. Das lassen wir mal lieber. Ich gehe da mal nicht drauf. Okay, da hinten noch irgendwas. Hier ein bisschen Leather Strips. Leere Urne. Wo geht's weiter? Hm? Wo geht's weiter? Hier geht's weiter. Guter Junge. Ja, nicht so guter Junge. Hab gedacht, du bist ein besserer Junge. Da geht's nicht so richtig weiter. Bin sehr enttäuscht. Sehr, sehr enttäuscht. Schade. Das muss ja nun nicht sein. Da oben war, glaube ich, noch ein Durchgang mit Spinnennetzen, ne? Ich war mir nicht ganz sicher. Soll ich? Ist das eine gute Idee? Sonst gibt's hier nichts, ne? Wir müssen hier nach unten, aber... Also vielleicht müssen wir nach unten hier, ich weiß es gar nicht. Aber es sieht so aus, als wäre das der einzige Weg, wo es weitergeht. Sonst ist ja auch... Was ist das für ein... Wow! Schön. Fast übersehen. Also wir können da runter, ne? Ich speichere mal eben und dann gucke ich mal, wo es da lang geht. Ich bin gleich wieder da, Freunde. Tschüss. Oh. Ah. Hier geht's wohl weiter. Tja, die Begleiter werden da wahrscheinlich erstmal nicht mitkommen. Mit Ataxie habe ich mich infiziert. Muss mal gucken, was die macht. Oh, warte. Hä? Wo kommt er denn her? Ich komm nicht durch! Putz. So. Hat mich das Kackvieh infiziert. Hey, immer noch.
jemand? Geht's Hund gut? Hund geht's gut. Boah, vor das blutige Maul. Hat er immer so ein ruhiges Leben gehabt und jetzt kommt er kurz 3 Minuten mit und das Maul ist bereits blutig. Aber nicht sein Blut. Das ist schon mal gut. So, die kamen hier also überall her. Hier wäre noch welche. Die scheinen noch nicht wieder auferstanden zu sein. Mal gucken. Vielleicht können wir die ja überreden, die Herrschaften, dass die auch noch in die ewigen Jagdgründe eingehen. So, wohin auch immer das Wasser hier abfließt. Ich weiß es nicht. So, ich wollte mal ganz kurz gucken. Was macht ein Ataxie? Schloss knacken und Taschendiebstahl verringert. Das finde ich nicht gut. 25% sogar. Okay. Bleibt mal bitte, wo ihr seid. Ich kann das überhaupt nicht ausmachen. So. Puh, alles klar. Gut, ich wollte gerade sagen, ich kann da gar nicht ausmachen, wo die Zwischenräume sind. Ah, und hier geht's wieder hoch. Ich werde die beiden schließen gleich auf. Ich wollte nicht, dass dem Hund was passiert. Ihr natürlich, Ilona natürlich auch nicht. Ganz klar. Totenmannsruhe, Totenmannsruhe und du. Wer hat denn hier noch seinen Arbeitsplatz nach dieser Axtfalle? Da sagst du, okay, warte kurz. Ich glaube, wir sind fast am Ende. Bin mir nicht ganz sicher. Oh, ein Trollsch. Den nehme ich mit. Ich muss mal wieder nach Weißlauf, wir müssen mal wieder Sachen verkaufen. Irgendwie. Wir müssen mal eine Verkaufsrunde machen. Alle Städte abklappern und alles verkaufen, was wir haben. Eine magische Barriere. Naja, großartig. Todesfürst, wie sieht's denn aus? Ebony Sword sieht ganz gut aus, danke dir. So, Begräbnisurne. 7 Septime. Mehr geben ihren Toten nicht mit, das ist wirklich bedenklich hier. Tja, wenn ich jetzt reingehe... Ernsthaft? Unauffällig ihr einfach seid. Stehen da rum und warten. Das war der Draugenwicht. Prima, der hat auch nichts dabei. Ich würde kurz hier reingehen, wenn ihr kurz warten würdet, weil wenn ihr da drauf tretet, bin ich bestimmt tot. Ich speichere vielleicht vorsichtshalber mal. Winziger Seelenstein, kleiner Seelenstein. Hier noch ein Tränkchen. Oh, hi Draugen. Der hat nichts dabei, aber das orkische Schwert sieht gut aus. Das würde ich gerne mitnehmen. Bitte tritt da nicht drauf. Rolle des Schutzzirkels, das wäre toll. Hund. Gut. Wow, 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 wow. Eisentürexperte. Okay. Ich spare. Oh nein. Was macht ihr da? Ich wollte ganz kurz gucken, ob ich vielleicht bei den Tränken... Das sind viele Tränke. Volltreffer, Banama, Taschendiebstahl, ewige Ausdauer, Heilung, gesteigerte Ausdauer, verdammt. Ich wusste, wie die heißen. Des Verzauberers, Frostresistenz 2 nicht verstärken. Bleibt das dann für immer so? Das wäre natürlich schön. Zaubertrank des Ritters. Ah, okay. Für 60 Sekunden. Warum denn nicht permanent? Das wäre so schön.
Zeit 300. Flüchtige Unsichtbarkeit, ewige Ausdauer, Wundertrunk des Diebstahls, Enhanced Stamina, sieht aber trotzdem aus wie Drogen. Plus 40 auf Redekunst, der Gewandtheit. Achso, nicht Gesundheit, okay. Volltreffers, alles sehr schön. Gesundheit, Heilung. Was ich suche, ist gerade, ob ich nicht irgendwie... Wie heißt denn der Trank, mit dem ich... mit dem ich Debuffs wieder loswerde? Ich sehe gerade keinen, der es sein könnte tatsächlich. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Ich weiß, wir können ihn herstellen selber. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe das Rezept neulich erst gelernt. Ist gar nicht so lange her. Seitdem waren wir noch nicht wieder zu Hause. Den würde ich gerne herstellen, weil jetzt natürlich 25% ist schwierig. Naja, gut. Dann müssen wir da eben durch. Ich sehe gerade nichts in der Richtung. Vielleicht habe ich es auch übersehen. Schwörers. Es müsste irgendwas sein, wo Zeit keine Rolle spielt eigentlich. Zeit spielt keine Rolle, mein Sohn. Hier, Skuma. Ewige Ausdauer, geringe Heilung. Das ist alles für Gesundheit. Punkte Ausdauer, Gesundheit. Ich glaube, wir haben so einen Trank nicht. Ist das einfach so hochgestohlen? Was? Kann gar nicht sein. Habe ich vielleicht hier ein Sprüchlein, was es angeht? Zombie wecken, Schränken, sondern Schutzkraft und Harmonie. Nein. Guardian Circle, Benz Under, Schatz Circle, Schneesturm, Massenlähmung. Auch da habe ich nichts in der Richtung. Na gut. Ich probiere trotzdem mein Glück. Experte. Wäre doch gelacht. Nee, wir müssen, glaube ich, einmal ganz rum. Nee, warte. Wir kriegen das hin. Ja. Schön, schöne Kammer. Oh, und Meister. Wir kriegen das hin. Da muss ich jetzt wirklich auf Pixel genau muss ich, glaube ich, gehen. Okay, warte. Bisschen links davon. Ja, bisschen links davon ist gut, glaube ich. Nein, nicht zu sehr links davon. So ungefähr. Ungefähr ja. Nein. Das war zu weit. Ja. Bösartiges Gift, Elfenpfeile, ein schöner Flawless Diamond, schön, Glass Shield, auch fantastisch. Und gepanzerten Skelettbogenschützen beschwören. Das werde ich mir gleich mal durchlesen, das ist bestimmt ein toller Roman. Wunderschön, Bogenschützen beschwören, gefällt mir gut. Iona? Wir halten an. Ja. Was ist los? Folgendes. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Dann tut dies doch bitte. Es wäre mir eine große Freude und Ehre gleichermaßen. Das Glasschild zum Beispiel, den Helm. Ja gut, die Ringe. Eigentlich können wir ja auch mal Ringe spendieren, ne? Nach einem Schrei bringt ihr nichts. Steigert die Ausdauer um 10 Punkte, Amulett von Mara. Hat sie auch ein Amulett von Mara und plötzlich ist sie verheiratet und kommt nicht mehr mit. Da muss ich aufpassen. Das Großschwert. Und das Großschwert. So. Reicht erstmal. Nach euch. Ich danke euch. Wow, wo kommt ihr denn her? Ich bin alleine hier. Überhin. Hä? Wieso treffe ich den nicht?
Dokin, Dokin. Gut, Dovahkiin ist fertig. Hier. Nehme ich gerne mit. Eisen, Septime und der Rest ist Schrott. Kein Wunder, dass die Kultur untergegangen ist. Sie hat nur Kacke im Inventar. Au. Entschuldigung, ich hab das nicht so gemeint. Entschuldigung. Aber ist doch wahr. Eine so alte Kultur, so schlecht ausgerüstet. Es ist ein Jammertal. So, wir lassen... Jammertal. Wir lassen die beiden gleich rein. Hi, Freunde. Alles gut. Schön, dass du den Stab schon wieder gebraucht hast. Oh, warte. So, na? Lehrling, ja gut. Das ist natürlich unsere leichteste Übung. Orkish Warhammer, was will man machen? So, Hund. Ist hier noch was drin? Urne ist leer. Ach, das war er. Gut, dann Treppe runter. Ich sage, so viel Ruhe gibt es hier gar nicht bei Todmann. Es ist eher eine ewige Unruhe, wie mir scheint. So, let's go. Oh, hallo mein Freund. Und jetzt? Endlich sehen wir uns mal von Angesicht zu Angesicht, aber ich bin ganz ehrlich. Ich habe mir mehr erhofft. Können wir reden? Wir können nicht reden. König Olafs Vers. Oh. Jahrhundertschwindel. Oh, was steht denn da noch durchgestrichenes? O Olaf, unser Unterdrücker, einäugiger Verräter, todbringender Dämon und Drachentöterkönig. Eure Legende sind Lügen, reißerisch und falsch. Euer schlauer Sieg über Numinex, ein Jahrhundertschwindel. Olaf griff nach der Macht, mit Versprechen und Drohung. Von Falkenring nach Winterfeste fielen sie auf die Knie. Doch Einsamkeit widerstand. Himmelsrands treueste Wächter. Olafs Rache kam schnell, listig und gemein. So endet die Mär vom Lügner und Lumpen, den Einsamkeit verbrennt, mit Feuer und Funken. In Einsamkeit lernt man die Badenkunst und übergibt König Olaf der Feuersbrunst. Ach, deswegen. Ich danke euch. Zwacknir, das war er wohl. Er hatte das hierher gebracht. Kehre zur Badenakademie zurück, das mache ich gerne. Habt ihr beide ganz fein gemacht, hm? Habt ihr beide richtig fein gemacht. Meine Frage ist, wie kommen wir denn? Gibt es eine Abkürzung? Müssen wir den ganzen Weg wieder zurück? Auch dieses Halblabyrinth? Miau, 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 miau. Ich nehme an, wir müssen den ganzen Weg wieder zurückgehen. Hm. Ah! Da ist er wieder. Ich danke euch. Er lacht, er freut sich, glaube ich. Ah, haha. Hier ist die Abkürzung. Warum das Schwert? Wir haben noch die Rubinklaue. Okay, warte. Wir gucken auf die Rubinklaue. Wo ist sie denn? Das ist nicht die richtige Ivory. Da ist die Rubinklaue. Und ich warte hier und dann hier mal kurz ranzoomen. Wolf, Adler, Wolf, Adler, Wolf. Kann man kaum sehen. Wolf. Moment. Wolf, Adler. Und als nächstes der Wolf. So, let's go.
Wir haben halt eine schöne Sammlung von Krähenfüßen. So. Ist aber nur eine Abkürzung nach draußen, glaube ich, ne? Oder auch nicht. Oh. Warte mal. Dem wollen wir mal auf den Grund gehen. Ja, ich mach das so, weil es geht. Weil ich jetzt ein sehr cooler Bogenschütze bin. Hier hinter mir immer, ne? Ich wollte seine Seele haben. Weil ich dachte, bestimmt keine schlechte Sache. So, wir werden... Oh, da sitzen ja noch überall welche. Oh, Heilige. Was mit dem? Okay, der scheint nicht aufstehen zu wollen. Das mit dem Leben beim Bogenschützen ist gar nicht so unpraktisch, ne? Ich dachte zuerst, wozu brauche ich das? Aber jetzt merke ich erst, wie praktisch das wäre. Ist der schon tot? Die sind schon alle tot, okay. Aber oh Mist, hat nur seinen Fuß getroffen. Das sollte hoffentlich ausreichen. Oh. Alter. Wie viel sind denn da noch? Sehr, ja, ist schwierig mit dem Hundi hier nebenbei. So. Okay. Weißt du was? Den Rest holen wir uns einfach so. 48 Pfeile nur noch. Wir haben hier gut verteilt. Ich speichere nochmal. Oh, der Olaf himself. Ach du Heilige. Ah!
So. Gut, dass wir vorher schon aufgeräumt haben. Prima. Olaf. Das war ein wirklich schwerer Kampf gerade. So. Ja. Hey, hey. Hier kommt Olaf, Olaf. Vorhang auf für ein kleines bisschen Horrorshow. So, wir können auch gleich nochmal ein bisschen durchsuchen hier. Vulkanglasbarren. Ich mach das gleich. Das wird auch nicht überladen. Tja, König Olaf Einauge. Das ging ja relativ schnell mit deiner Herrschaft, wa? Das war jetzt wirklich sehr zügig, Freunde. Das, habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Ich dachte, jetzt kommt ja so ein... Okay, gut. Das war relativ, ja. Gut. Aber wir haben natürlich auch alles vorbereitet, ne? Wir waren natürlich taktisch, wir sind taktisch vorgegangen. So. Kann ich die Falmer Arrows hier nochmal mitnehmen? Ja. Vielen Dank, weil ich habe wirklich viele verheizt hier. Den Falmer Arrow kann ich mich mitnehmen? Nein. So, Nord Arrow. Der hier sitzt einfach nur so, Drake. Oh, 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 ein Drachen. Ein Drachenschild? Habe ich das gerade richtig gesehen? Warte mal, warte mal. Bevor ich das so lieblos wegklicke. Okay, Dragonhide. Ja, gut. Drachenhaut, nicht Drachenknochen. 27 Rüstung, dafür leicht. Falls es denn eine Rolle spielt. So. Ja, das würde ich vielleicht noch mitnehmen. 1200. Da sage ich nicht nein. Ein paar Sachen würde ich schon gerne verkaufen. So. Also Totenmanns Ruhe scheint jetzt wirklich ruhig zu sein. Da wird nicht mehr viel passieren. So, die Pfeile haben wirklich getroffen. Aber die Draugen waren teilweise schon tot. So. Nein. Vor allem sehr viele von denen. Sehr, sehr viele. Das wäre sehr lustig geworden. Falmer Arrow, vielen Dank. So. Ich glaube, das war's auch schon, ne? So, ich spüre die Macht. Ein Wort ruft nach mir. Ein Wort ruft. Sturm, Wirbelsprint. Also einatmen ist schwierig. Generell einatmen ist schwierig. Ist das vielleicht... Ja. Frostatmen habe ich noch nicht freigeschaltet. Aber hier den dritten aktivieren, das mache ich gerne. Weißt du was, Frostatmen aktiviere ich auch mal. Warum nicht? Wenn wir die Seelen schon mal da haben. Wir brauchen bald wieder neue Drachen, ne? So. Tja, Olaf, schlaf gut, ne? Ich guck nochmal schnell. Nee. Olaf, schlaf gut. Du alter Verräter. Mir entgehen immer wichtige XP. Schön. Mhm. Rolle der Hysterie, des Chaos, 250 und hier nochmal ein Schild. Kurz, was war das nochmal? Einfach nur Leben. Septime. Septimus Prime. Und hier schließe ich der Gang wieder zurück. So.
Gleich kommen wir wieder heraus und haben es geschafft. Prima, prima. Oh, hier ist noch Hiemens Schwert. Unser Zaubertrank. Und hier noch ein Embalming Pick. Das ist mir aber egal. Das lassen wir mal. Das sieht sehr verdächtig aus hier. Aber König Olaf ist tot. Warum sollte jetzt noch jemand angreifen? Vielleicht noch aus Prinzip. Ich weiß nicht. Oh, hier ist noch ein bisschen. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Wir sind wieder direkt am Eingang. Alles klar. Da habe ich einen Coin Purse übersehen. Das ist natürlich, Schande. 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 So. Wetter ist immer noch doof, aber wir haben es. Wo ist der Hund? Wir haben es geschafft. Wo ist der Hund? Wo ist Miko? Wie? Warum hüstelst du, wenn ich das frage? Wo ist Miko? Wehe. Ach, Gott sei Dank. Ach, Junge. Ah, ich dachte schon. Ich dachte schon. Puh. Puh, puh, puh. Ich hab seine Leiche einfach schon da unten gesehen bei König Olaf irgendwo und wir haben es nicht bemerkt. Puh. Dann ist ja alles gut. Na, Gott sei Dank. Ja, das war eine schöne Rein-Raus-Aktion. Als nächstes müssten wir dann wieder zurück nach Einsamkeit. Aber ihr wisst Bescheid, das machen wir natürlich in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen in Einsamkeit. Gehabt euch wohl. Tschüss.